Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Hallo, hallo, ihr lieben Leute. Da sind wir wieder am Basteltisch. Ich bin total kaputt, kann ich nicht anders sagen. Ich wollte euch kurz was zeigen. Ich hoffe, es lässt sich irgendwie darstellen. Es ist ein bisschen schwierig hier. Also ich habe die Kästchen jetzt alle gestrichen und habe das, ist noch nicht festgeklebt, und habe das einfach, könnt ihr sehen, beklebt. Auch mit dem Holzpapier. So, das ist das eine mit der Ablage. Und das ist das andere mit den beiden Schubladen. Das geht jetzt etwas besser, ist es besser gängig. Das ist noch nicht oben beklebt, weil ich noch nicht weiß, ob ich es übereinander stapeln kann oder ob ich es nebeneinander hinsetzen muss. Ich weiß nicht, wie der Platz ist. Die andere Kiste, wartet mal, die habe ich hier. Die habe ich einfach nur schwarz gestrichen, sonst gar nichts. Und zwar, jetzt will ich das mal gerade mal eben ausprobieren, ob das wirklich stimmt, hoffe ich mal. Einen Moment, ich bin just wieder da bei euch. Ich hole so mal eben. Ach Gott, jetzt ist hier so viel, jetzt weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. So. Ich hole gerade mein gefärbtes Papier zum Teil. Ich muss halt nur sehen, dass ich es gut einlegen kann. Und dann passt es nämlich. Passt genau da rein und ich kann alles, was ich an gefärbtem Papier. Ich überlege, ob ich noch eine Ablage mache für eine zweite Etage. Aber das funktioniert ganz gut, hoffe ich jedenfalls. So, so weit, so gut, so weit, so schlecht. Das habe ich gestern noch draußen angemalt. Und dann hatte ich ja diese witzigen Stempel. Ich habe leider nur diese. Ich will mir mal eben noch ein Papier holen. Wartet mal. Ich habe hier noch so Papier. Einen Moment, Sekunde, da haben wir es. Ich muss die Brille absetzen. Ich kann leider nicht sehen, wo ich hingreife. Das ist bei mir mit den Augen wirklich ein bisschen. Gucken wir noch mal ein Papier, um euch das zu sagen. Also ich liebe diese Art Stempel, aber ich habe leider nur diese beiden. Jetzt könnt ihr sie besser sehen, denke ich mal. Ja, ich weiß gar nicht, wie nennt man die dann? Haben die irgendeinen Namen? Wonach ich suchen könnte. Ich bin da immer ein bisschen blöd. Ich weiß das nicht. Ich finde die total lustig. Ich hatte die ausgemalt. Ich wollte euch das gerade mal zeigen, wenn ihr Lust habt. Und zwar finde ich das total lustig, jetzt solche Figuren. Ne? Also die finde ich wirklich, wirklich hübsch. Machen wir mal ein bisschen größer. So könnt ihr besser sehen. Ne? Ja, da kann man ja jetzt machen mit Farben, wie man will. Das sind jetzt einfach nur Buntstifte und einfach nur angemalt. Das habe ich gestern gemacht und habe ich viel Freude. Und dann habe ich angefangen, die zu machen. Ich weiß nicht, ist ein bisschen albern, ich weiß schon, aber ist egal, macht nichts. Ne? Ja, und da werde ich jetzt noch ein paar von machen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr noch ein bisschen zugucken. Wenn ihr keine Lust habt, das kann ich gut verstehen, dann lasst es einfach sein. Ich reiß die mal eben noch mal durch die Seite. Ja. Ja, ich habe, wie gesagt, Time Traveler. Die Sache, wenn das einmal unterbrochen wird, so eine Geschichte, dann kommt man schwer wieder rein. Ne? Bei mir ist das auf jeden Fall jetzt im Moment der Fall. Es liegt alles auf der Seite hier neben mir. Die Kartons und die Fotos liegen auf dieser Seite und das alles andere auch. Aber ich muss jetzt den Einstieg wieder finden. Ja, also heute ist es ja zum Glück endlich mal ein bisschen kühler, ein bisschen. Bin heilfroh, ganz ehrlich. Das war mir wirklich zu viel, diese Hitze, diese widerliche Hitze, die, oh Gott, nee, ne, kann man ja nicht aushalten, sowas, oder?
Ja, mit den Armen habe ich Probleme. Ich kann die Arme nicht machen. Ich kann es nicht. Ja, ich versuche mal hier eine Tasche zu malen. Weißt du, und dann hat er die Hand da in der Tasche drin. So ist es gedacht. Okay. Dann kriegt der kleine Fies. Und dann kriegt der Haare oder kriegt er diesmal Locken? Kriegt er diesmal Locken, gell? Oh, vielleicht ist es eine Dame. Jetzt mit den Locken sieht es aus wie eine Dame, gell? Ich glaube, es ist eine Dame. Okay, es ist eine Dame. Okay, dann müssen wir mal gucken, mit welchen Farben wir die Dame anmalen. Nehmen wir Orange. Gesicht in Orange. Ja, ich war gestern beim Optiker. Es hat etwas länger gedauert. Ich bin sehr nett bedient worden, kann man nicht anders sagen. Hatte eine sehr nette Frau da. Wir haben uns auch, deswegen hat es auch länger gedauert, etwas unterhalten. Ja, es war wirklich, es war angenehm, es war alles prima und es hat mir auch viel Freude gemacht einerseits. Aber ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es strengt mich furchtbar an. Es war wirklich nett und kann nichts Negatives sagen, um Gottes Willen, gar nicht, nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es war wirklich, wirklich nett. Aber als ich nach Hause kam, ich war wie tot. Ich habe gedacht, oh mein Gott, ne? Also wirklich, ich war wie tot. Ja. Mich strengen so soziale Kontakte, so wie sagt man, glaube ich, ne? Sozialkontakte, die strengen mich unheimlich an. Es ist wirklich schlimm. Bin danach vollkommen kaputt und fertig jedes Mal. Ne? Das ist halt so. Ne? Ich bin da wirklich ehrlich. Sehr, sehr anstrengend für mich. Ja. Nein, trotzdem es war wirklich eine positive Begegnung. Ja, kann man. Es hört sich vielleicht komisch an, nur weil ich jetzt beim Optiker war, ne? Aber ich bin ja so wenig mit Leuten unterwegs und zusammen und dann, vor allen Dingen, wenn man sich dann noch unterhält und so. Und ja, ne? Und ja. Aber es war recht anstrengend, muss ich sagen. Ne? Es war recht anstrengend. Ach, warte mal. Ja, nee, wir machen das so wieder mit Schuhen. Und dann können wir hier so Pünktskes drauf machen. Ja, ich war danach komplett fertig. Also, ob mir es glaubt einer oder nicht, aber es ist wirklich der Fall. Ich bin danach platt. Ja. Bin heute noch müde davon. Ich bin heute noch müde. Trotzdem, das war auch der Grund. Ich habe sehr, sehr lang geschlafen, sehr, sehr lang. Und ja, war anstrengend. Ja, also andere, die verstehen das jetzt vielleicht gar nicht, was ich sage. Aber wenn ich kann mich mit jedem Menschen unterhalten. Ich habe da gar keine Probleme, wirklich nicht. Also überhaupt nicht. Und ich mache das auch. Macht es ja auch gerne, ne? Also es ist ja nicht so, dass ich das nicht gerne mag oder so. Aber es ist halt so, dass es mich jetzt, ich stelle das jetzt fest, dass es mich ganz schrecklich anstrengt. Das ist wirklich, es kostet unheimlich viel Kraft, ne? Also ganz ehrlich, es kostet mich so viel Kraft dann im Endeffekt. Ja, Brille. Ich habe zwei neue Brillen, ja. Ich war bei einem anderen Optiker. Ich habe jetzt mal jemand anders ausprobiert. Ich sage das jetzt bewusst gerade nicht, wo ich war, weil dafür will ich jetzt keine. Ich will erst mal gucken, wie es ausgeht, ne? Ob es wirklich gute Brillen sind, die ich bekomme. Dann kann ich es euch gerne noch erzählen. Ne? Wenn es jemand interessieren sollte, heißt es natürlich. Naja, auf jeden Fall brauche ich immer eine Computerbrille und bin das so gewöhnt, ne? Ich bin das einfach so gewöhnt, dass ich eine Computerbrille habe und eine normale Brille und ich habe ja immer Glas und dann habe ich diese eingeschliffen. Ich habe keine Gleitsicht. Ich kam mit Gleitsicht früher überhaupt nicht zurecht und daraufhin
habe ich das dann auch gelassen, habe immer diese eingeschliffenen Gläser genommen. Also ehrlich gesagt, ich bin alt, mir ist das egal, ob da ein Glas eingeschliffen ist oder nicht. Wisst ihr, ich habe da keinen Ehrgeiz, ne? Naja, egal. Und was soll ich sagen, die gibt es nicht mehr, ne? Die gibt es absolut nicht mehr. Man kriegt keine eingeschliffenen Gläser mehr. Ja, aus Glas, ne? Aus Glas. Ich rede von Glas, ne? Ja. Und die haben sich bemüht und die konnten, also dieser Optiker hatte keine Möglichkeit, mir eingeschliffene Gläser zu besorgen. Es war nicht mehr möglich. Ja, dann habe ich mich also notgedrungen auf Kunststoffgläser eingelassen. Brille wollte ich eigentlich genauso eine haben, also nicht genau die, aber diese Art, schlicht und einfach, nicht zu groß, Metall, nicht zu glänzend, ne, wisst ihr, wie ich meine, ne, nicht so schickimicki-kacki dran, ne, und nicht so groß. Im Endeffekt war diese Art Brille nicht zu bekommen. Sie gab sie in Shiny Gold, also knalle Gold. In meinem Gesicht geht gar nicht. Ich sehe dann aus wie eine Idiotin. Ich meine eh schon, aber dann noch mehr. Und die haben den ganzen Laden durchgesucht. Die haben ganz viele Gestelle ab 20 Euro gehabt. Die waren richtig klasse. Der erste Griff ging ins Regal. Zack, die bräuchte ich nicht mehr auf die Nase setzen. Das war eine riesengroße rote Brille aus Plastik. Also so, ne, dieses Kunststoffzeug. Und ja, das ist meine Brille. Wollen Sie die nicht aufsetzen? Ich sage, die ist es. Die ist meine Computerbrille. Nur habe ich immer eine habe ich immer eine rote Computerbrille, die ganz, ganz groß ist. Ich finde das schön. Ich finde das lustig. Und deswegen bleibt das auch erstmal so, ne? Ja. Das war ganz schnell geklärt. Also Computerbrille war nicht das Problem. Problem war Alltagsbrille. Uiuiui, war das kompliziert. Ja. War schlimm. Ja, dann hat die Dame mir noch ein bisschen geholfen und hat gesagt, ich gucke noch mal im Lager. Und dann hat sie hier gesucht. Ich weiß nicht, was sie da... Auf jeden Fall kam sie mit einer Brille an. Ich weiß jetzt schlussendlich im Moment gar nicht mal mehr, wie sie ausgesehen hat. Aber sie war das kleinste Übel von allen. Und da sagte ich, ja, dann wissen Sie, bevor wir jetzt hier noch 300 Jahre Brillen auf- und absetzen und diese nicht und jene nicht, dann, ich werde dann auch rattig irgendwann, wenn das zu lange dauert. Ne? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe da wenig Geduld mit mir selber und mit allem drum und dran, weil ich immer genau weiß, was ich haben will. Ne? Ich meine, ich trage mein ganzes Leben lang Brille. Da wird man so wohl annehmen können, dass ich ungefähr weiß, was ich haben möchte, gell? Ja, auf jeden Fall war das eine schwere Geburt. Ich habe jetzt eine Brille, von der ich im Moment nicht sagen kann, wie sie aussieht. Ich weiß wohl, dass es das kleinste Übel war von allen üblen Sachen, die da vorlagen. Und das war halt nicht so schön, ne? Das war halt nicht so schön. Ja, okay, es ist halt, wie es ist, ne? Ja, es war halt nicht so sehr schön, dass ich nichts gefunden habe, was mir gefällt. Und dann, ja, es ist immer so, ne? Ich weiß nicht, vor vielen, vielen Jahren, also schon vor Harry Potter, da wollte ich eine runde Brille haben, eine runde Brille. Biolek hatte so eine Brille damals, ich wollte so eine Brille haben. Ich habe sie dann gefunden, ja, einmal in einem sauteuren Laden. Da kostete damals das Brillengestell schon, glaube ich, 600-700, das war noch D-Mark. D-Mark, und da habe ich gesagt, nee, also bei aller Liebe, 600-700 D-Mark für eine Brille auf gar keinen Fall, ne? Also nur für das Gestell auf gar keinen Fall, mache ich nicht, ne? Das ist mir wirklich zu teuer, das kann ich mir nicht erlauben und das mache ich auch nicht, ne? Auf gar keinen Fall. Ja, so kommt es halt, ne? Und dann, ja, was soll ich sagen, habe ich mir die nie gekauft. Dann hatte ich mich an Metallgestelle gewöhnt und habe gesagt, okay, ist in Ordnung, nehme ich Metallgestelle, ne? Ja, die gibt es jetzt aber auch nicht mehr in der Art, die ich haben wollte. Also ich weiß nicht, warum ich also die Brillen werden auch wieder alle größer, ne? So, ich muss so vielleicht sagen,
Die werden wieder alle größer. Es ist nicht vorteilhaft für mich jetzt persönlich. Als ich jung war, hatte ich auch die großen Brillen auf. Klar, logisch. Wenn man jung ist, macht man ja allen Scheiß der Welt. Ne? Ihr wisst das ja, ihr kennt es doch vielleicht selber, ne? Dann macht man ja wirklich allen Driss. Aber wenn man je älter man wird, sollte man überlegen, ne, ob man noch diese ganzen Sachen unbedingt haben müsste. Ja, ich brauche das nicht. Ja, es war halt... Es tut mir leid, aber ich bin ein bisschen maulfaul gerade in dem Moment. Ich kann gar nicht mal sagen, warum genau, aber ich bin müde, ich bin unheimlich antriebslos, kann ich wohl so sagen. Ne? Deswegen habe ich gedacht, dann male ich ein bisschen. Naja, dann malen wir ein bisschen. Machen wir ein paar Figuren. Das weiß ich nicht, ob ich da irgendwas mitmachen will. Habe ich ja keine Ahnung von der Wesenschnitt. Das weiß ich nicht. Ist egal. Ich habe auch was zu tun. Ne? Ja, ich weiß. Alle anderen, die können so toll zeichnen. Das kann ich leider alles gar nicht. Ne? Ich bin da so ein bisschen sehr arg deppig. Ne? Sehr arg deppig bin ich da mit sowas. Ne? Das wisst ihr ja leider Gottes. Ist das furchtbar? Was brauche ich denn jetzt für eine Farbe? Die vielleicht? Ja? Können wir die? Ja, die geht. Die können wir jetzt nehmen für den Rest. Achso, warte mal. Da brauche ich ja noch hier diese hier. Für die Hand. Okay, dass wir das nicht vergessen. Dass wir ja auch noch eine Hand haben. Ja, ich bin heute Morgen, ich weiß auch nicht, bin um 7 Uhr erst aufgestanden, man kann das fast nicht sagen. Ne? Ich traue mich nicht zu sagen, weil das ist wirklich nicht normal sowas. Ne? Es ist einfach nicht schön. Ne? Naja, ich gebe es zu, es ist einfach, ich bin so müde. Ich bin wirklich kaputt, ne? Anders kann ich nicht sagen, ich bin wirklich kaputt. Ja. Oh, der ist auch schon wieder abgebrochen. Ich bin so vorsichtig mit diesem Kästchen. Die Buntstifte liegen immer drin. Und trotzdem sind ganz viele Minen gebrochen. Ich weiß nicht, was ich da alle wieder falsch mache. Gibt bestimmt auch schon wieder irgendwas, was ich falsch mache. Ich weiß aber nicht. Also im Grunde muss man ja heute für alles wieder eine Anleitung haben. Selbst für dieses, selbst für jenes, weil... ist mir alles zu viel teilweise, gell? Okay? Ist mir alles zu viel. Ja, habe ich jetzt da, fehlt mir noch irgendwas, ne? Am Hut. Vielleicht so eine Feder oder so. Kann das sein, dass der vielleicht so eine Feder noch braucht? So eine große Feder. So eine große Feder, sowas in der Art. Ja. Bisschen Fantasie, ja? Bisschen Fantasie, ihr Lieben. Das ist eine Feder. Das ist eine Feder. Ist noch ein bisschen feucht, der Stift. Na, ist nicht so schön. Ich sehe schon, es ist nicht so schön. Hier machen wir die Hand noch ein ganz klein bisschen dunkler. Hier können wir noch ein paar Streifen reinmachen, wenn wir wollen. So, dann nehmen wir wieder den Verwischer. Ja, so ist es halt.
So ist es halt. Witzig irgendwie, aber naja, ist kein Meisterwerk. Was könnten wir denn jetzt mal machen? Könnten wir noch was anderes machen? Ich habe wirklich nicht so wirklich eine Idee. Ja. Schwierig manchmal, ne? Wenn man so, so gar keine so. Was ist das denn für ein Geschöpf? Da müssen wir uns. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Petra. Ja gut, dann sitzt sie auf einer Bank. Jetzt scheinen wir nicht so. Sind wir nicht so fantasielos, gell? Sitzt da auf einer Bank. Bub, 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 bub. Er sitzt auf einer Bank. Ist doch nicht so schwierig zu erkennen, oder? Sieht man doch, dass das eine Bank ist, oder? Seht ihr doch. Mein Gott, stellt euch nicht so schwierig an. Stellt euch nicht so schwierig. Und baumelt mit der Biene. Und baumelt mit der Biene. Müssen wir anders machen. Ich sehe schon. Wie ist denn der Fuß so? So ungefähr, ne? So. Hätte ich mal besser Bleistift genommen. Naja, gut. Kann man ja noch im Bleistift machen. Ist ja nicht so, dass man es nicht mit Bleistift nochmal machen könnte. Und dann nochmal ein schön. Aber vermutlich tue ich das nicht. Vermutlich tue ich das nicht. Sich ja auch ein bisschen runter machen, ne? Ist ja so ein bisschen ummotiviert, das ganze Werk. Genau so machen wir das. Als wenn das Absicht ist. Machen wir ganz viele Sachen rein. Okay. Und baumle mit der Biene, und baumle mit der Biene. Jetzt brauchen wir erstmal eine braune Bank, damit wir mal erstmal Ruhe ins Bild ziehen. Wir brauchen eine braune Bank. Ja, ich habe wirklich nicht viel zu erzählen, tut mir leid heute. Ich denke über einige Sachen nach, gerade muss ich zugeben. Einige, die auch ein bisschen... Ja. Und traurig sind vielleicht. Ja, okay. Warte mal ganz kurz, ich überlege. Ich nehme hier Gelb. Hier auch. Aha, das wird noch anders. So. Bum, bum, bum. Erstmal brauchen wir einen roten Mund, gehrot, damit wir wissen, wo wir da stehen mit dem Mund. Okay, am Baumle mit der Biene und Bumle mit der Biene. Was hat der denn für Haare? Haben wir da eine Idee, was der für Haare hat?
Und Baumle mit der Biene. Du, 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 du. Und Baumle mit der Biene. Du, 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 du. Na, es hilft schon so ein bisschen, gell? Bumble mit dem Bienkes und bumble mit. Ich muss jetzt erstmal farbmäßig, muss ich mich mal eben orientieren. Da würde ich jetzt hier so einen bräunlichen Ton nehmen, hier für oben. Ich muss aber gleich irgendwie ins Blau reinschießen. Okay, jetzt holen wir mal ein Blue, Blue, Blue. Ist das das richtige? Ja, das ist richtig. Blue, 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 Blue. So, das ist noch nicht so richtig, wie ich mir das so vorstelle. Ich würde dann sagen, der braucht rote Haare. Rote Haare, rote Haare. Das könnte lustig sein mit roten Haaren. Okay, das könnte lustig sein. Dann nehmen wir das helle Rot dazu. Und Sie aufpassen, da ist die Mine abgebrochen wieder mal. Orange. Orange. Rote Haare, die sind lustig mit den roten Haaren. Solche mit roten Haaren sind immer lustig. So, jetzt holen wir uns wieder das Jaub. Das helle Jaub, das macht immer eine Menge aus, finde ich, wenn man das... Ah, wir haben vergessen. Marielle, schon, wir haben die Hand vergessen. Die Hand, die Hand, die Hand, die Hand. So, und dann tun wir da etwas von diesem Braun drüber. So, du, 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 du. Ja, also wie gesagt, neue Brille. Hatte ich gar nicht zu Ende erzählt, glaube ich, gell? Ja, war sehr alles prima, sehr Augen vermessen. Die haben sich etwas verschlechtert, aber das ist ja normal, ne? Das ist nicht dramatisch gewesen. Ich hätte sie heute auch noch nicht haben müssen, unbedingt, aber... Naja, ich habe gedacht, jetzt ist die Zeit, meine neue Brille. Ist okay, jetzt ist die Zeit halt da. Und ja, alles in allem, ich kann wirklich nicht mal meckern. Ich habe jetzt eine, alles in allem habe ich jetzt, habe ich 400 Euro bezahlt. Ja, alles in allem habe ich 400 Euro bezahlt. Die Computerbrille 100, das ist ein einfaches... Ganz einfach Einstärkenglas, also Glas, wie gesagt, Plastik. Glas gibt es ja leider nicht mehr, das haben wir ja gelernt. Und ja, dann brauchen wir jetzt ein helles Blau. Und dann brauchen wir ein helles Blau. Und dann brauchen wir, gelb ist haben wir schon, grün. Ja. Entschuldigung, ich sitze bei offener Tür im Schlafanzug hier. Im Schlafanzug. Ja, ist Sommer, ne? Da kann ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Ist kalt. Ist echt kalt hier. Ja, aber ist egal. Ist egal. Ist wie es ist, gell? Ja.
mach's noch ein bisschen dunkler hier. Und dann hätte ich ganz gerne hier die Bank noch so ein bisschen. Ja, ich glaube, die Farbe kommt nicht besonders gut an. Okay, dann nehmen wir da auch ein Gelb. Ich weiß nicht, das Gelb, das ist keine Ahnung, ob man das so macht, aber ich habe festgestellt, alles, was mit Gelb ist, sieht besser aus. Ist auch. Ist halt, wie es ist, gell? Ist halt, wie es ist. Machen wir uns keinen Gedanken. So, wir nehmen wieder das Papierchen. Spucke. Ich sage es doch. Das sind Aquarellstifte, deswegen... Spucke. Gleich haben wir es. Ich hätte ein bisschen warten können. Das ist schon ein bisschen verschmiert. Ist egal. Ja, was soll ich sagen? Das war's. Das waren meine bunten Gestalten. Ich finde es lustig. Ich hätte gerne, muss ich sagen, von dieser Art Stempel noch ein oder zwei. Aber ich muss... Sag mir doch mal, wie die heißen. Gibt es da einen Namen für so eine Art Gestalten? Ich weiß das nicht. Ich finde die jetzt ganz lustig, meine kleinen Personen hier. Meine kleinen Eumelpersonen. Freundlich sind sie. Kann man nicht anders sagen, oder? Ich finde sie lustig. Die bringen Blankes. Hallo, wie geht's? Wie steht's? Und er hat hier Spaß hier wie Bolle hier mit seinem Schmetterling. Finde ich auch lustig. Ja, das ist wirklich nichts Besonderes. Ich weiß. Ich will das auch nicht behaupten. Aber es hat Spaß gemacht. Ich versuche es gerade mal irgendwie ins Bild zu kriegen, aber es ist ein bisschen schwierig, weil zu wenig Platz ist irgendwo. Die Füße müssen wir da auch haben, sonst geht's doch nicht. So geht's. Aber ich sehe gerade mal, ich würde gerne hier noch ein bisschen die Farben. So geht's. So sieht's besser aus. Können wir hier auch machen. Oh, ich spucke. Kann ruhig über den Rand wischen. Spielt doch gar keine Rolle. Also ja, pingelig braucht man da nicht sein. Kann ruhig. Macht nichts. Okay. Die anderen könnte ich auch noch ein bisschen mehr mit Spucke bearbeiten. Aber ich lasse es für heute gut sein, ihr Lieben. Ja, ich habe das Problem mit dem neuen Stempelsystem, dass ich nicht weiß, wo ich es hinstellen kann. Das ist wirklich ein Problem. Weil ich habe da noch ein Regal, da ganz weit hinten, weit entfernt, in der Ferne. Ja, es ist weit bei mir. Ich habe eine über 30 Quadratmeter große Küche, wisst ihr? So, manche haben so ein Apartment in der Größe, gell? Nein, ich will da gar nicht mit angeben. Ich sage nur, damit ihr euch das vorstellen könnt. Ne? Das ist ja keine Sache, das war ein Stall früher. Und da steht noch ein Regal, da könnte ich noch was haben. Aber da steht halt meine Getreidemühle und mein Omniblend. So, das ist so ein Regal da. Dann habe ich auf der Seite, habt ihr ja gesehen, meine Küche, konntet ihr ja sehen, da ist ja diese Arbeitsplatte mit dem Herd und so weiter. Aber da steht also meine KitchenAid und so ein Food Processor, ich weiß gar nicht, wie der heißt, so ein Dings. Und damit ist die Ecke auch schon voll. Also das ist das Problem. Ich habe gar keinen Platz. Ne? Ich brauche die großen Geräte sehr, sehr selten, bis fast gar nicht mehr. Aber ich werde hier natürlich einen Teufel tun und jetzt auch noch alle verschenken,
Weil das sind nämlich alles relativ teure Geräte, die ich da habe. Und wer weiß, ob ich nicht doch noch wieder Spaß habe, mal Brot zu backen oder so. Und dann brauche ich halt meine KitchenAid oder will irgendwas anderes machen, ne? Und den Omniblend brauche ich schon mal öfter. Und die Getreidemühle leider im Moment sehr, 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 sehr selten. Aber warum? Ich könnte ja auch vielleicht irgendwann wieder mal Brot backen. Deswegen müssen die Geräte müssen da bleiben. Und wegpacken kann ich sie auch nicht großartig, da habe ich auch keinen Platz für. Egal, jetzt ist, das ist, ich wollte nur erklären, das ist die Problematik. Und dann habe ich ja noch das Schatülchen für das Papier. Das muss ja auch noch alles irgendwo hin. Also in die Höhe kann ich nicht weiter bauen, da bin ich schon bis Fensterhöhe und drüber hinaus. Und da geht es einfach nicht mehr. Ich muss mal halt schauen, ob ich hier auf der anderen Seite Bücher aussortiere. Da habe ich mehrere Regale da. Und ob ich vielleicht da reinstelle, das würde auch gehen. Also ich weiß es noch nicht. Es ist auf jeden Fall mit größeren Umbaumaßnahmen behaftet, das ganze Thema. Und daher stockt das jetzt im Moment so ein bisschen, ne? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich weiß nicht, ob jetzt jeden Tag im Moment ein Film kommt. Das kann ich euch im Moment leider nicht versprechen, weil ich, ja, ich fühle mich auch nicht besonders gut, ehrlich gesagt. Ich will nicht stöhnen, aber kommt so alles Mögliche zusammen im Moment. Und ich bin zurzeit wieder wirklich traurig. Kann ich nicht anders sagen. Bin echt traurig. Aber okay, ne? Das ist halt, das kommt und geht und dann muss man halt sehen, dass man da irgendwie mit fertig wird. Das kennt ihr ja auch vielleicht selber, ne? War schön mit euch zu sprechen. Hab nichts Besonderes gemacht. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Bye bye. Auf Wiederschauen. Schön, dass ihr wieder dabei wart bis zum Ende. Ich danke euch dafür. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und ihr habt vielleicht einige Ideen mitnehmen können oder Anregungen. Naja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute. Auf Wiederschauen.